Hallöchen ihr denn alle vier und willkommen zurück bei Layers of Fear, wo ich jetzt das dritte Item für mein Gemälde sammeln muss. Und ich bin gespannt, was es diesmal ist, denn ich habe schon die Haut als Leinwand und das Blut als Farbe. So, jetzt erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Hier ist eine verschlossene Tür. Dezent verschlossen, muss man sagen. So. Okay, dann gucke ich mich erstmal hier um. Ob es hier wieder irgendwelche Neuigkeiten gibt. Welche Notizen. Dem scheint aber, glaube ich, nicht der Fall zu sein. Bitte was? Also ich würde nicht in das Haus einziehen bei so einem Windstoß. Also echt. Gut, aber ich glaube... Okay, doch nicht da entlang. Dann bleibt mir ja nur noch wirklich diese eine Tür. Und der Sound ist einfach nur gigantisch gut. Ich kann es wirklich nur immer wieder behaupten. Und sagen. Hey Orlando! Gut, dann gucke ich drauf. Jesus! Leute, ernsthaft. Scheint rutschig zu sein. Also die Gemälde, die sind echt der Hammer, das muss man sagen. Okay. Aber wie komme ich jetzt da durch? Egal, erstmal die Nachricht. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserfahrung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüber schicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von... Nun, du weißt schon, von allem anderen. Bitte, gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Okay, wieder ein Auftrag, den er bekommen hat. Dann schaue ich doch mal, was geht denn hier ab? Okay. Kann ich hier durch? Geht das? Unten drunter geht nicht. Gut. Da muss ich allen Anschein nach wieder zurück. Ist ja nur die Möglichkeit hier. Okay. Ist nichts. Und hier auch nicht. Da oben komme ich nicht ran. Oh, da stand doch eben jemand. Da stand doch eben jemand da unter der Laterne. Ach du meine Güte. Oh Gott, oh nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh, genau den habe ich gehört. Der war doch da hinten. Boah, ey, lecko mio. Das ist unglaublich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Oh, das wird immer besser. Kreative Blockade. Also umdrehen. Und wieder zurück.
geht nicht. Und nun? Ach, cool. Schön. Das finde ich echt, das finde ich so gut. Da geht's weiter. Es ist so geil. So, so gut. Jetzt ist da eine Tür wieder. Warte mal, kann ich ja jetzt... Nee, ne? Huh! Alter, leck mich doch, du Kackbaby. Aber du hast einen Schlüssel, ne? Oh, es ist unheimlich. Ah, komm, ich gehe. Okay, einen Schlüssel gefunden. Was kann ich mit dir machen? Das ist jetzt die Frage. Deswegen immer gut umgucken. Oh, der Schatten sieht so furchtbar aus. Oh mein Gott. Okay, schnell weg hier. Kann ich hier durch? Ist so gut. Schön, 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 schön. Okay. Aber was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Brauche ich den hier für die Truhe? Tatsache. So, hier ist wieder der 9. Juni. Das war doch hier 9. Juni. Vergiss nicht. Genau. Wegen der Verlobung, ne? Okay. Geht hier noch was auf? Ja, aber da ist nichts drin. So, was ist hier? Ein weiterer Brief. 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer raus und herein, wie besessen an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend. Er will nicht einmal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat, dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick, eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemannes wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Okay. Holy moly. Gut. Ist hier noch was drin? Jesus! Nein! Alter, leck! Oh Mann! Ah, es wird immer besser, es wird immer intensiver irgendwie. Licht, danke. Okay. Okay, erstmal gucken, ob hier unten was ist. Ah, noch ein Brief. 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurige daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Okay, es wird immer verzweifelter bei denen. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind schon Kritzeleien an den Wänden. Okay. Weiter geht's. Jetzt bin ich wieder hier in dem Raum. Hier war doch die verschlossene Tür irgendwo. Okay, natürlich wieder alles genauestens durchsuchen. Ah, ein weiterer Brief. Kann ich aber nicht aufnehmen. Okay. Ansonsten ist hier nichts. Da geht's rein. Hier hinten ist, glaube ich, nichts.
Schrank. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Ignoranten, Ignoranten. Blind Fools, Idioten. Blinde Narren. Okay. You ordered a true portrait, so that's where I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Ja, also ernsthaft, schön ist es nicht. Okay. Gut, dann schaue ich doch mal, wie es hier weitergeht. Also ich muss dann auf jeden Fall durch die Tür hier zur meiner Rechten, genau. Und gucken, was mich noch hier erwartet. Arbeitsraum, komme ich da runter? Ja, dort entlang, okay. Die Tür ist zu. Hier so ist. Eine Schublade. Nichts drin. Da unten auch nicht. Ich glaube, hier kann ich auch nichts benutzen. Auch nichts lesen. Dann erstmal durch diese Tür hier. Unangenehm. Das klingt nach dem Telefon. Okay, hier ist noch eine... ein Brief. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt ihrer Frauen und ihren gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder, bitte was, enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer, physiologischer Art. Meine Fresse. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, schönes Wort, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Med Robert Richards. Noch so ein verdammter Quacksalber. Okay. So, wo kommt es dieses penetrante Klingeln her, ey? Das ist so furchtbar.
bin ich auf einmal hier oben. Ah, das ist ja geil. Schön. Kann ich rangehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Guck ich doch mal, was hier jetzt ist. Noch eine Nachricht. Okay, das ist wieder das Gleiche. Das heißt, wenn ich in diese Richtung weitergehe, passiert nichts. Gehe ich doch mal andersrum. Ah, es verändert sich. Ist das immer noch das gleiche Schreiben? Ja, ist es. Ist es jetzt da unten? Jetzt hat's aufgehört. Okay. Restless Memories. Ruhelose Andenken. Okay. Ho, 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 ho. Oh, nee. Oh Gott, nee. Oh, der saß, ey. Oh, ich glaube, ich brauche eine neue Hose. Okay, hier ist alles auf dem Kopf. Flatternde Schrecken, seid still! Konstantes Flattern, fressen andere Ratten? Okay. So, und nun? Schön. Ich liebe es. Ich liebe es so gut. Okay, dann nochmal gucken, was hier noch so ist. Hier ist nichts drin. So, schön die Schubladen erstmal überprüfen. Dann die Schränke. Hier ist auch nichts. Okay, dann gehe ich mal hier durch diese Tür. Und es ist ein langer Korridor. Wieder das Heulen. Ich will nicht. Bitte was? Oh, da ist doch ein Schatten. Oh, nee. Bitte was? Wo, 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 wo? The Mind Killer. Hoffnung tötet den Geist. Okay. Dann geht's mal rein hier. Und diesmal geht in die andere Richtung. Ah, Tür zu. Okay. War das jetzt richtig? Ich hoffe doch mal. Okay, mal gucken. Fährt er wieder hoch, wenn ich jetzt zumache? Nein. Okay. Er bleibt unten. Gut, dann. Was steht da oben?
Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Gut. Baby? Nein. Sehr schön. Okay, was ist hier? Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaube es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können es zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darzustellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Büroakt. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch... Hat die überlebt? Das ist die Frage. Ob meine Tochter diesen Brand überlebt hat? Meine Frau anscheinend schwer verletzt. Ziemlich entstellt, verbrannt. So, hier geht's jetzt weiter. Warte mal, kann ich zurück? Bestimmt nicht. Nein. Gut, dann. Ist jetzt die Frage, was ist hier? Da ist nichts. Aber durch diese Tür kann ich gehen. Ratte? Was ist das hier? Einfach nur Waschbecken. Okay, das bringt nichts. Ich kann da durch. So, was ist jetzt hier? Was ist hier? Huh! Oh, mit diesen Puppen. Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Boah, das ist eklig. Da gebe ich dir recht, Kumpel. Ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Dann gehe ich mal weiter in diese Richtung. Okay, was ist hier? Ein Riegel? Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Was irgendwie wichtig ist. Jede Menge verschlossene Türen. Okay, die ist verschlossen. Hier ist auch nichts, was irgendwie wichtig ist mitzunehmen. Dann diese Tür.
Okay. Ein langer Raum. Eine Wand. Noch eine Wand. Noch eine Wand. Ja, ganz im Ernst, wer baut denn so sowas? Okay, dann. Oh, das ist cool. Das ist so gut. Sehr schöne Effekte. Richtig gut. Okay. Wie sieht's hinter mir aus? Schön. Okay. Dann. Ab. In den Keller. Kann ich hier Licht machen? Wenigstens etwas. Okay, warte mal, das ist mein Keller, in dem ich ganz am Anfang war. Da lag doch hier auch irgendwo das Zeugnis von meinem Kind, vermute ich. Das war doch hier irgendwo auf diesem Tisch. Das löst sich auf. Warum löst sich das auf? Warum löst sich das auf? Baumelnde Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Oni, 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 Oni. Oh, I. Oh, das war I, gedient. Okay, schnell. Oh, nee. Okay. Oh, das war echt creepy. Oh, da ist mir echt gerade eiskalt den Rücken runtergefahren. Oh, nee. Schön. Sehr, sehr schön. Okay, das Piano meiner Frau. Und die staubbedeckten Tücher legen sich. Lösen sich auf. Das heißt, ich spiele mal das Piano. Ey, komm, so schlimm ist es auch nicht. Schön, okay. Es schwebt hier alles drin. Donk. Ach, cool. Yeah. Ich wette, es sackt gleich alles gnadenlos zu Boden. Dunk. Wirklich sehr, sehr schöne Effekte. Muss ich jetzt wieder hoch? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Anscheinend schon. Nicht. Und dann wieder runter. Wow! Ja, ich hab's befürchtet, ne? Sind sie aber alle weg. Hallöchen. Okay, was liegt da rum? I needed to remove the flesh from the bone. Honey. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Knochen als Grundierung. Oh, das wird dir mal besser. Okay. Das heißt, jetzt vermute ich mal, kann ich wieder durch die Tür gehen. Und habe den dritten Gegenstand. Okay, bin ich gespannt. Okay. Gut, hat sich wieder enorm verändert. So, was ist hier drin?
Zubehör. So, finde ich hier noch was? Nein. Nicht wirklich. So, auch hier in den Schubladen ist nichts drin. What if you fail? Was, wenn du scheiterst? Okay, dann würde ich sagen, male ich das Bild. Ich glaube, das wird meine liebe Ehefrau. Ja, weil da ist irgendwie so ein bisschen Ohr, ein Auge, Mund kann man erkennen. Und die dritte Zutat, also die dritte... Ja, kann man doch schon sagen, dass das wirklich eine Zutat ist für das Gemälde. Ja, wurde gefunden und ich muss sagen, so langsam wird's. Gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht. 3 Stück fehlen mir noch. Um das Gemälde hier zu vervollständigen. Doch das wird erst in der nächsten Folge weitergehen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao.